Hallo, hallo, meine lieben Leute. Mikro vergessen. Ja, wir sind hier auf Fischerbucht mit dem Emil 2 9er Heavy. Der Autoloader der Schweden. Top Tier in einem 9er, 8er, 7er Gefecht. Darunter zwei 9er und 4 8er und Rest mit 7ern. Zwei ATs jede Seite. So, ich fahre hier ganz in Süden und so weit rüber wie möglich, dass ich nicht gespottet werde. Und dann stellen wir uns gleich in das Dorf rein. Auf die 9er AT müssen wir natürlich aufpassen, der Gegner. Nicht, dass sie uns gleich welche verpasst, wenn wir aufgehen. Ja, mal nach längeren wieder ein vernünftiges Video, beziehungsweise ein vernünftiges Replay. Da konnten wir gleich den Tiger 1 mitgeben, den Tiger 1. Da ist noch ein Objekt. Jawohl, 400 fürs Objekt. Ah, gebounced. So, ein Schuss noch drin. Jetzt überlege ich. Soll ich nachladen? Soll ich nicht nachladen? Ich hätte nachladen sollen vielleicht. Ja, da geht zu viel Zeit hin. Hätte ich nachladen sollen. Aber man weiß das ja nie, wann man nachladen soll. Ah, hat's. So, jetzt leer geschossen. Konnte man natürlich 420 den Objekt nochmal einen reindrücken. Hätte ich nachgeladen, hätte ich gar nicht schießen können. Bei der Reload-Zeit. So, 1062 Schaden. Geht schon mal. Drei Schuss von vier versenkt. Das ist gut. So, gleich nachgeladen. Ja, kommen wir noch. Ah, war zu spät. So, Uni geht jetzt voran. Da dachte ich mir, naja, fährst du mal vor, da ist nichts weiter. Der T29 ist dahinter. Da wird nichts mehr viel kommen. So, das Objekt ist jetzt hinter, jetzt bin ich offen. Proxy-Spot. Ich aufpassen, dass die Arti mich nicht erwischt. T29 hat einen reinbekommen. Steht er wohl hinten an der Ecke. So, der Tiger 1. Kommen wir da ran. Ja. So, wollen wir mal gestriffen von der Lore. Ein bisschen gestunt. Das Objekt hat sich wohl in Wohlgefallen aufgelöst. Da ist noch Bulldog hinten. Ja, ich traue mich noch nicht so ganz ran hier. Uni fährt jetzt davor. Links. Ein Uni im Rücken. Der deckt die ganze Sache. Jetzt gucke ich mal rüber, ob der T29 da durchkommt. Nein. Da kommt der Uni vorbei. Fährt hinten rum. Der hat ja das Objekt rausgenommen wahrscheinlich. Wir haben in den Stats vielleicht gucken können. So, jetzt hier. Nein, ist nichts. Steht weiter hinten. Da hinten steht noch ein Rivalisé. Er schenkt auch 400er Kellen aus, da muss man ein bisschen aufpassen. Und, ja, macht gar keine Anstalten, der T29. Und, erster Kill raus. 1794 Schaden. Erstmal in den Reload. Zurückziehen. Nicht, dass der
Rivalisee, da, ups, da wurschelst du dir einen zurecht hier mit diesem Namen. The Ref. Die einen verpasst. Ist jetzt auch zugegangen, steht da hinter der Häuser. So, jetzt fahre ich ganz außen rum, dass sie nämlich nicht so die Art die erwischt. Denke ich mir jetzt so, jetzt offen natürlich, klar. Ah, da kam die Lore. Gestriffen. So, 400 rein. Ja. Face to face, beide 400 fast. War natürlich nicht so pralle. Danke, das war die M53. Ja, hat erstmal richtig reingehauen. So, jetzt kommt er auf mich zu. Ja, das war der zweite Kill, ne? So, 2291. Ja, zwei Schuss habe ich noch drin. Aber ich lade nach und bleib hier erstmal stehen, dass ich zugehe. Und mein Richtschütze ist ja auch noch blind. Ja, 8 zu 6. Ich habe gar nicht die ganze Zeit geguckt. Wir waren ein bisschen zurück, dann wieder vor. Ne? Hab sonst keine schönen Runden mit dem Emil 2, weil man kommt ja öfters in 10er-Gefechte und da musst du immer APCR und gegen diese russischen Medium und Heavies, da bounzt alles, wenn du da nicht in die Seite triffst. So ganz aus lang hier, dass ich bloß nicht so gespottet werde. So, mal gucken, ob keiner guckt. Gleich kann ich meinen Richtschützen wiederholen, wenn ich das nicht vergessen habe. M4A1 Ref. Genau. War das. So, jetzt ist Medipack fertig. Oh, 428 in den T28. Die Su-101 hat verschossen. 2719 Schaden. Jawohl, nochmal welche rein. Das war ein schönes Magazin. Er brennt. Jawohl, abgefackelt. Drei Kills. 3791. Habe ich natürlich mir noch eine gefangen. Von der M53, war klar. Erstmal zurückziehen. Nachladen. Jawohl, da kam die Lore hinterher. Aber dass ich den T28 da weggeputzt habe, das, da war ich schon froh drüber. Deswegen habe ich das auch als Replay genommen. Eine super Runde. Für mich. Dafür im Alleingang, ohne dass ich hier im Platoon fahre. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Die haben mehr höhere Sichtweite. Gut, das ist ja ein 9er, hat auch ziemlich Sichtweite, ne? Wieder fast am Maximum. Dritte Perk schon ausgebaut mit Waffenbrüder. Jetzt kommt. Und Reparatur und jetzt kommen so die Sichtweite und sowas kommt dazu. So, da ist die Su-101, die ist dahinter im Berg noch. Das sind zwei. Haben wir Su-101 und die M1. Jawohl. Kann man noch. Ach, ist weg. Gut. Die auch schon gefressen. Da komme ich nicht ran. 14 zu 6 plus noch die Arti. Bleibt bei 3791 Schaden bis jetzt. Und dass die Arti weg. Ja, das war's dann zu. Und wir sehen uns in den Stats. So, macht's gut. So, meine lieben Leute, ja. Ich habe das Ganze Good Day genannt, nur weil ich wollte nichts dazu weiter sagen. Wie gesagt, leider ist das nur eine First Class und dann Speer und Schläger, Brandstifter und Unterstützer. 60.336 Credits. Zu den XP kommen wir später. Großkaliber gab es dazu. Ne? Und. Ja, gehen wir mal weiter zum Steam Score. Ne? 3791 Damage, haben wir schon 3 Kills, 1073 Basic XP. Ja, ich gucke jetzt mal nicht nach dem Uni, der wird den, das Objekt rausgenommen haben, das wird auch so sein. Vielleicht war es auch die Arti. So, und um das zu beschleunigen, gehen wir gleich mal in den detaillierten Report.
13 mal geschossen, 11 mal getroffen, 10 mal durchschlagen. Ja, nicht schlecht. 390 blockt. Ist nicht viel. Glückliche Runde. Ja, Distanz 2,4 Kilometer. Und das Ganze 12 Minuten. Ja, Quatsch, nein. 9 Minuten nur war das. Ja, 60.336 Credits, abzüglich Munition und Reparatur bleiben 39.833 Credits über. Ja, das war der Tagessieg und damit kommen wir zu den 3.220 XP und dann gab es ja hier noch den Bonus. Ne? Ja, ich finde, das war wirklich eine gute Runde mit dem E-Mail 2. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine guten Runden mit dem, ja, Spiel auch wahrscheinlich zu wenig. Ja, es hat mich gefreut für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.